Herzlich willkommen an alle Juristen, angehende Juristen und natürlich auch an all diejenigen, die froh sind, wenn sie mit dem berüchtigten Rechtsverdrehern eher weniger zu tun haben. Mein Name ist Henrik Heinz und heute möchte ich mit euch über eine Frage sprechen, die etwas abseits der klassischen juristischen Ausbildung liegt, die aber durchaus einige interessante Rechtsfragen betrifft. Wie der Titel des Videos bereits verrät, geht es heute um die Strafbarkeit des Gefängnisausbruchs. Kaum eine Diskussion über die größten Rechtsirrtümer kommt ohne eine betreffende Erörterung aus. Hierbei hat sich die Rechtsansicht der Öffentlichkeit in den letzten Jahren spätestens seit den Veröffentlichungen von Dr. Ralf Höcker grob gewandelt. Während früher nahezu jeder glaubte, dass ein Gefängnisausbruch strafbar sein muss, herrscht mittlerweile bei vielen die Ansicht, dass da überhaupt gar keine Strafbarkeit in Betracht kommt. Das habe man ja irgendwo so gelesen oder gehört. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Und zumindest auch Dr. Höcker hat nie geschrieben, dass ein Gefängnisausbrecher stets straflos bleibt. Richtig ist Folgendes. Der Gefängnisausbruch ist kein eigener Straftatbestand. Wenn jedoch bei einem Gefängnisausbruch andere Straftatbestände verwirklicht werden, kommt natürlich eine betreffende Strafbarkeit in Betracht, sei es eine Sachbeschädigung beim Durchsägen der Gitterstäbe oder eine Körperverletzung beim Niederschlagen des Gefängnispersonals. Auch gibt es sehr wohl den Straftatbestand der Gefangenenmeuterei, der in § 121 StGB geregelt ist. Wenn sich mehrere Gefangene zusammenrotten und gewaltsam mit vereinten Kräften ausbrechen, dann ist das strafbar. Für ein Zusammenrotten reicht nach dem Bundesgerichtshof übrigens bereits ein Zusammenwirken von zwei Gefangenen aus. Das geht also schneller, als man denkt. Um Missverständnissen vorzubeugen, die bloße Selbstbefreiung ist nicht unter Strafe gestellt. Eine Fremdbefreiung hingegen sehr wohl im § 120 StGB. Auch wird sich ein missglückter Ausbruchsversuch sicherlich negativ auf die Gewährung von Vollzugslockerungen auswirken, die am Ermessen der jeweiligen Justizvollzugsanstalt stehen. Doch nicht nur die Frage nach der Strafbarkeit eines Gefängnisausbruchs ist interessant. Wie sieht es zum Beispiel mit einem Gefängniseinbruch aus? Ja, solche Fälle gab es schon. Und sei es nur, um Beziehungsprobleme mit dem oder der Inhaftierten auszudiskutieren. So wirklich empfehlenswert ist eine solche Umgehung der regulären Besuchszeiten jedoch nicht. Denn neben Ordnungswidrigkeiten kommt hier auch der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs in Betracht. Und dass es für eine Beziehung wenig förderlich ist, wenn beide Partner weggesperrt sind, das sollte klar sein. Fragt man bei Jurapärchen in der Lernzeit nach. Knast, Lernkämmerchen, so groß ist der Unterschied manchmal nicht. So, das soll es für heute dann auch erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, kennt ihr das alte Spiel bei YouTube, lasst gerne ein Like und ein Abo da, läutet die Glocke. Und wenn ihr Anmerkungen, Wünsche für zukünftige Beiträge habt, schreibt das gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt bitte gesund.